stehe hier vor einem Modell der dänischen Eintagsfliege Ephemera danica, die das Insekt des Jahres 2021 ist. Sie kommt von Skandinavien bis nach Spanien vor, also hat eine weite Verbreitung, und wir finden sie in der Nähe von Fließgewässern, manchmal auch von Seen. Es ist eine relativ große Art mit über 2 Zentimetern Länge und bis zu 4 Zentimetern Flügeldurchmesser. Die Flügel sind starr, sie müssen über dem Rücken zusammengelegt werden und haben Flecken, die für die Art typisch sind. Der Name Eintagsfliege deutet an, dass die beflügelten Stadien, die erwachsenen Tiere, nur wenige Stunden leben können. Und trotzdem ist der Name falsch, weil die Larven vorher ein Jahr oder länger im Sediment von Flüssen, Bächen und stehenden Gewässern eingegraben leben und dort sich von organischen Partikeln, also von Schwebstoffen oder auch von zerfallendem Material ernähren können. Die Larven durchlaufen dann eine Metamorphose und das passiert an der Wasseroberfläche. Diese Situation haben wir in diesem wunderbaren Modell eingefangen. Die Larve ist an die Wasseroberfläche gekommen und die alte Larvenhaut bricht auf und das beflügelte Insekt kommt heraus. Dann härtet das Insekt aus, fliegt weg und macht dann etwas, was es bei beflügelten Insekten nur noch bei der Gruppe der Eintagsfliegen gibt. Es häutet sich nochmal. Alle anderen beflügelten Insekten haben keine weitere Häutung mehr, nachdem sie einmal ein beflügeltes Stadium erreicht haben, nur die Eintagsfliegen. Und diese Eintagsfliegen treffen sich dann nach dieser zweiten Häutung in großen Schwärmen von Männchen, in die die Weibchen eindringen, und dann erfolgt die Begattung und die Eiablage. Und aus den Eiern, einige Zeit später, schlüpfen die Larven, die ihr ganzes Leben bis zur Metamorphose, bis zum Schlupf des beflügelten ersten Stadiums im Wasser leben. Dazu haben diese Larven Kiemen, Kiemen am Hinterleib, und mit denen können sie atmen. Die erwachsenen Tiere atmen mit Tracheen, so wie es für Insekten üblich ist. Die Eintagsfliegen sind eine archaische Gruppe, eine Gruppe, die seit über 200 Millionen Jahren fast unverändert existieren und stellen unter den beflügelten Insekten tatsächlich sowas wie lebende Fossilien dar. Wir haben also mit dem Insekt des Jahres 2021 nicht nur eine interessante Art, die einen Wechsel im Lebensraum vom Wasser zum Land durchläuft, sondern auch so etwas wie ein lebendes Fossil und können die Stammesgeschichte der Insekten an diesen Tieren nachvollziehen.